Patientinnen, liebe Patienten, ich freue mich, Ihnen heute ein neues Video präsentieren zu dürfen. Und ich möchte Ihnen heute zeigen, dass auch nicht vernetzte Hyaluronsäure ein sehr, sehr schönes Ergebnis erzeugen kann. Vor allen Dingen, wenn man dann diese Skin Booster, wie man das so schön sagt, wenn man das richtige Produkt hat. Wir haben 2-, 3- und 4-prozentige Skin Booster. Das ist sicherlich einzigartig, denn die meisten Skin Booster haben nur 2%. Und ich zeige Ihnen heute mit 4% Skin Booster, wie wir bei der Patientin ein sehr, sehr schönes Ergebnis erzielen können, ohne dass wir massive Schwellungen haben, ohne dass wir Angst haben müssen vor zu viel Volumen, einfach nur einen leichten Refresh. Und dafür finde ich Skin Booster einfach super gut geeignet. Gut, ich zeige Ihnen jetzt an der Patientin, wie wir unsere Skin Booster planen. Und ich mache das immer so, dass ich das mit einer Cannula-Technik mache. Weil dieses ständige Einstechen auf den Patienten mit hyaluronsäurehaltigen Produkten finde ich ehrlich gesagt nicht so gut geeignet. Deswegen versuche ich das immer zu lösen von nur einem Zugang. Und wir sehen bei dieser Patientin eigentlich ganz schön, dass wir schon auch ein bisschen Volumenverlust haben in diesen Arealen, sodass das nasolabiale Kompartiment hier schon auch ein ganz bisschen auch überlappt. Das ist eine ganz normale Alterungserscheinung. Und das, was wir aber machen, weil wir wollen sie nicht massiv voluminisieren, sondern wir wollen ihr nur einen leichten Refresh geben. Und das machen wir, indem wir wirklich auch ein bisschen diese Kompartimente, einschließlich der Suborbicularis Oculi Fettkörpers, kurz SUF genannt, ein bisschen nur mit einem Skin Booster revitalisieren. Und das Ganze machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. Ich habe Ihnen nur exemplarisch hier einmal die Seite angemalt. Wir werden von hier den Zugang machen und werden dann wirklich mit der Cannula-Technik hier fächerförmig dann diesen Skin Booster, 4% in diesem Falle, dann nutzen, um dieses Areal zu revitalisieren. Ja, wir fangen jetzt mit der Desinfektion an. Für mich ist das immer wichtig, dass die Patienten kein Make-up tragen. Ich will auch nicht irgendwo ein bisschen Make-up, sondern ich will insgesamt einfach gar keins, sodass wir dann hygienisch auch wirklich einwandfrei arbeiten können. Das heißt, wir desinfizieren dann immer noch einmal. Und dann sind wir bereit zu beginnen. Okay, das heißt, wir machen jetzt den kleinen Zugang für die Skin Booster Cannula. Dann drückt man immer so einen kleinen Blutstropfen raus. Und dann fangen wir jetzt an mit dem Skin Booster. Die Kanüle sieht schlimmer aus, als sie ist. Und dann gehen wir ganz vorsichtig durch das Gewebe und geben das Volumen ab. Und wie gesagt, man kann damit wirklich sehr, sehr natürliche Ergebnisse erzielen, ohne dass man jetzt massiv Volumen aufbaut. Weil wenn wir ehrlich sind, sehen wir immer mehr Gesichter, die massiv Volumen aufbauen. Und man muss einfach auf die Dauer wirklich auch eine Lösung haben dafür, dass man es natürlich macht und nicht dieses Riesengesichter mit zu viel Volumen. Man muss auch überlegen, dass natürlich diese stark vernetzten Hyaluronsäuren einfach auch eine Schwellkapazität haben. Und auch das ist etwas, was man auf die Langzeit durchaus auch mit einbeziehen muss in die Therapieplanung, wenn wir davon sprechen, dass, was wir dem Patienten eben doch auch als Gewebefiller eingeben. Das ist schon auf der ersten Seite. Sie haben das gesehen, man massiert es dann immer so leicht. Es ist wirklich ein ganz, ganz leichtes Produkt, sodass man wirklich auch kaum Schwellung dort zu erwarten hat. Dann massiert man das noch so ein. Und da muss man wirklich sagen, das war sehr, sehr schönes vom Ergebnis, ganz natürlich. Und die Patientin hat nur einen kleinen Zugang. Und das ist im Grunde genommen in den nächsten 5 Minuten dann Geschichte. Und auch Blutergüsse sind bei dieser Methode eigentlich überhaupt gar kein Thema, weil diese Kanüle, mit der wir das Material hier eingeben, vorne nicht spitz, sondern stumpf ist. Okay. Gut, dasselbe machen wir jetzt auch auf dieser Seite. Auch hier machen wir einen kleinen Zugang für die Kanüle. Das ist eigentlich auch so das Einzige, was die Patientin mal als so leichten Pieks empfinden kann. Und jetzt bringen wir mit dieser Kanüle, die vorne keine Spitze hat, ganz vorsichtig auch auf dieser Seite das Material ins Gewebe ein. Das wird immer fächerförmig in die Tiefe, in diesem Falle in die Tiefe der Maleschicht eingegeben, denn es ist eine unvernetzte Hyaluronsäure. Sie ist mit ein bisschen Lidocain
versetzt, sodass als Betäubung das eben doch auch etwas angenehmer für den Patienten ist. Aber auch für die Patienten, die eine Lidocain-Allergie haben, und das sind mittlerweile immer mehr, ist es auch möglich, dieses Produkt ohne Lidocain einzugeben. Also das ist kein Problem. Okay. Das haben wir auch. Auch auf dieser Seite massieren wir das noch leicht ein. Das muss die Patientin zu Hause nicht mehr tun. Das Produkt kann auch nirgendwo hin migrieren, falls man sich das fragt. Auch das ist nicht möglich. Sodass das wirklich ein Eingriff ist, der kurz ist, schnell ist, wirklich einen schönen Refresh-Effekt macht. Was er nicht macht, und das muss man einfach doch auch wirklich an dieser Stelle betonen, es ist nicht möglich, mit dieser Art der Hyaluronsäure, mit diesem Skin Booster, jetzt einen massiven Volumeneffekt zu generieren. Das muss man sagen. Dafür haben wir andere Hyaluronsäuren. Das ist damit nicht möglich. Aber für alle die, die einen leichten Refresh möchten, die eine Hydratisierung, eine Biorevitalisierung der Haut erfahren möchten, ist das das richtige Produkt. Ja, liebe Patientinnen, liebe Patienten, jetzt haben Sie dieses Skin Booster Treatment gesehen. 4%ige Hyaluronsäure. Was in diesem Skin Booster noch enthalten ist, ist Mannitol, ein Zuckerbaustein, von dem bekannt ist, dass er eigentlich ein Radikalfänger ist und somit im Anti-Aging schon auch sich einen Namen gemacht hat. Dieses Produkt arbeitet jetzt über die nächsten Tage. Und was man sagen muss, ist, dass die Skin Booster Therapie durchaus auch was sein kann, was man zweimal machen sollte. Das heißt, Sie sehen jetzt hier das erste Mal, Sie sehen nachher auch noch die Bilder vorher. Nachher. Aber insgesamt ist es ein sehr, sehr schönes Ergebnis, ein kurzes Treatment, was im Grunde genommen auch keine Nebenwirkungen hat, die dauerhaft bleiben. In der Regel nicht mal blaue Flecke. Und wenn Sie dann die Patientin sehen und ich drehe ein paar Mal den Kopf so hin und her, dann sehen Sie, dass wir diesen Bereich revitalisiert haben, dass es so ein bisschen ist wie vielleicht noch so vor 3 Jahren. Und das ist im Grunde genommen das, wo der Trend immer weiter hingeht. Wir wollen frischer aussehen, aber wir wollen uns nicht mehr maßgeblich verändern. Und das finde ich eigentlich auch sehr, sehr schön, diesen Trend weiter mit zu verfolgen. Wir sagen Tschüss. Und auf Wiedersehen.